Hallo, Hallihallo, Hallihallo, willkommen, willkommen zur Überraschungsparty bei Writing Bull. Das bin ich auf meinem Twitch-TV-Kanal, wobei ich gestehen muss, der heutige Tag, der 20. Juli 2017, der Abend, TV-Kanal, wobei ich gestehen das muss, ist vor allem für mich eine Überraschung, so sehr, dass ich mich plötzlich sogar im Hintergrund auch noch hören kann. 2017, der sehr geheimnisvoll. Oh, jetzt ist das auch wieder weg. Technisch alles bizarr. Ihr merkt, ich stolpere hier in den Abend hinein. Das Ganze hat aber einen konkreten Grund. Es ist nämlich, muss ich euch jetzt mal gestehen, es ist nicht nur für euch eine Überraschungsparty, sondern auch für mich. Meine Moderatoren, die Tafelrunde, die haben mir gesagt, WB, es gibt was zu feiern. Seit 2 Jahren lässt du uns auf deinen User los im Community-Forum, community.writingbull.de. Und du hast so eine Abonnentenmarke auch geknackt, 20.000 Abonnenten. Das wäre doch ein guter Anlass, um was zu feiern. Lehn dich zurück, wir übernehmen alles für dich. Wir machen das schon, ihr habt nichts, du hast hier nichts, kein Stress für dich, alles ist in Ordnung. Aber ja, jetzt bin ich hier, jetzt warte ich, dass irgendwas passiert. Und weit und breit, ich höre ein paar Geräusche. Das Ganze hat aber auch einen konkreten Grund, warum ich selber jetzt auch so rumstottere, weil Harry Müxan, einer meiner Community-Moderatoren, der hat gesagt, WB, vor 10, 15 Minuten hat mir telefoniert, gib mir mal über Teamspeak die ID von deinem Rechner. Ich starte gleich ein Programm für dich. Und Was haben wir denn? Was ist denn los hier? hi, hi Harry, Hi, das ist ja cool. hallo. Du hast ein Programm für mich. Habe ich ein Programm? Ich hab da irgendwas. Wir haben doch irgendwie heute so ein Eventabend, ne? Da war doch was. Gib mir mal einen Countdown. Ich bin sehr gespannt. Gib uns allen mal einen Countdown. 3, 2, 1. Jetzt bin ich Jetzt geht's gespannt. los. Und. Oh, hoppla. Hoppla. Das ist eine sehr. Eine sehr andächtige Situation, wenn ich hier reinplatze. Und entschuldigt bitte, ich bin mitten in den Kreis reingegangen. Anscheinend ein Gebetkreis. Ich stehe völlig an der falschen Stelle. Leute, er ist da! Tanzen! Da ist Wir haben er! es geschafft! Da Nein! Die Beschwörung ist gelungen! Das ist eine echte Party. Bin ich beschworen worden? Ja. Wir haben ein Unfassbar. Pentagramm auf den Boden gemalt, ein Blutopfer gegeben und jetzt bist du hier. Nur junge Dschungelpirscher können und wollen leider nicht tanzen. Das ist Tumlo. Hi, Tumlo. Ich bin nicht der Dschungelpirscher, ich stehe daneben. Hallo. Und direkt daneben Tepic. Hi, Oliver. Hallo, schönen Abend. Mein Müxan ist da, Zwillingsbruder das heute. wissen wir ja, der hat das alles hier organisiert. Und Sky ist Hallo. auch da. Ja, servus, ihr Lieben. Tracy, hey, Tracy. Ja, hi BB, lang nicht gesehen. Du warst im Bräunungsstudio und hast dir die Ja, Haare klar. gefärbt. Ich habe immer dunkle Haare, das weißt du doch. Alle salutieren, General Feierabend ist da. Hallo, hallo zusammen, hallo Daniel. Und Zakko, dich hatte ich da noch kürzlich gesehen. Ja, ich salutiere auch. Hatte ich dich nicht noch kürzlich in irgendeinem Sternenreich an meiner Seite gehabt, als eine glorreiche Peitsche, als oberste Peitsche? Ganz genau. Ich habe die Peitsche zur Seite gelegt und habe jetzt einen Zauberstab in der Hand. Und Luxi ist da und Luxi hat sogar das Geschlecht gewechselt, extra zu Ehren des Abends. Ja, hallo zusammen. Ich muss ganz ehrlich sagen, das weibliche Geschlecht steht dir gut. Wem gehört denn der junge Dschungelpirscher? Ist Der das gehört zu deiner? mir. Oh, Ja. cool. Ist das eure Hauskatze? Ja, den habe ich mir aus dem Zoo ausgeliehen für heute Abend, extra für dich. Sag mal, Harry, was ist das hier? Wo sind wir? Das ist, ich weiß nicht so genau, eine Fantasy-Welt, in der wir uns Echt? irgendwie alle treffen können. Aha. Und ich weiß nicht so genau, was jetzt heute noch alles passiert, aber du bist jetzt auf jeden Fall hier. Du bist unser bombender Anführer, Bulle, sozusagen. Aha. Und wir folgen dir jetzt einfach mal blind. Blind, dann folgt mir mal alle. Und ich hoffe, das geht hier gut, weil ich habe gerüchteweise mal gehört, ich habe ja so einen super teuren, schicken Windows 10 Rechner mittlerweile, den ich mir von meinem Ersparten und den Abonnenten YouTube-Werbemillionen gekauft habe. Weil ich habe gedacht, nur an sich ein Ferrari kaufen alleine, das macht irgendwie keinen Sinn. Aber ich habe irgendwie gerüchteweise gehört, da könnte es bisweilen Probleme geben mit Guild Wars 2 bei diesen super teuren Rechnern. Und wenn ich hier, und deshalb, also ich kann ja gar nicht. Oh Gott, das sind Feinde, Also verteidigt dieser, mich! der sagt hier, wir Ich werden weiß noch gar nicht, wie angegriffen. man. Na guck mal hier, der sagt, wir Oh! werden angegriffen, Tut ne? was! Tut bitte was! Beschützt den Bullen! Beschützt den Bullen, Beschützt bombe den den Bullen! Bullen bitte! Na gut, macht er. Gut. Macht was! Irgendwelche Leute, Dorfbewohner wollen mit mir reden, aber ich ignoriere sie. Ich achte nur auf den Bullen heute.
Das ist ja schon mal gut. Ich habe eine echt fitte Leibgarde hier. Ach so, es gibt noch ein paar Leute, denen wir auch noch guten Tag sagen sollten. Das Ganze ist ja hier ein Livestream. Hallihallo. Huhu. Viele, viele Zuschauer auf Twitch TV dabei bei unseren kleinen Abenteuern hier. Willkommen an euch alle. Bevor wir hier weiterrennen, das hatte ich, glaube ich, vorher angekündigt, wir haben noch ein paar kleinere Überraschungen für euch. Nicht nur, dass wir hier Guild Wars 2 mit euch zusammenzocken, sondern auch noch ein paar andere Geschichten. Die will ich euch auch mal ganz kurz zeigen. Beispielsweise gibt es noch für euch, hallihallo, das hier. Endless Space 2. Drei Keys, die wir verlosen werden für Endless Space 2, gestiftet von Amplitude Studios in Paris von den französischen Entwicklern. Wir haben ja ein großes Endless Space Unterforum bei community.writingbull.de und die Devs haben gesagt, dann verlost doch noch ein paar Keys, dann wird das Unterforum noch größer. Dann habe ich noch für euch das hier. Die Zwerge. Ich hole mich doppelt und dreifach. Irgendeiner von euch hat noch einen Lautsprecher an. Vielleicht könntet ihr euch gegenseitig versuchen, denjenigen rauszufinden und den zu exekutieren. Dann wird ein Moderatorenplatz bei uns in der Tafelrunde frei. Aber man muss Prioritäten setzen. Das sind die Zwerge hier. Das ist dieses Rollen-Echtzeit-Strategiespiel, was letztes Jahr rausgekommen ist. Auch da hat uns der Publisher THQ Nordic in Wien, vielen lieben Dank dafür, für euch drei Steam Keys spendiert. Auch ein sehr, sehr cooles Spiel. Bin großer Markus Heitz-Fan. Da ist die Romanvorlage umgesetzt worden. Das werden wir im Laufe des Abends auch noch verlosen. Und dann gibt es noch ein paar kleinere Überraschungen. Wir haben noch was zu erzählen. Ich zeige mal ein paar Bilder und ihr könnt möglicherweise erraten, worum es da geht. Da gibt noch ein paar andere Kleinigkeiten, auf die wir euch hinweisen können im Laufe des Abends. Wir planen da so eine Aktion im Laufe der Gamescom für euch noch. Ich zeige hier diverse Spiele, die noch nicht erschienen sind in Bildern. Da werden wir euch gleich noch erzählen, was das alles bedeutet. Aber jetzt geht es erstmal weiter mit Tatrata, mit Guild Wars 2. Also dieser junge Corporal dort hat gesagt, wir sollen zur Schenke gehen. Ja, die Schenke, die sollte da unten irgendwo sein. Wir rennen wieder in irgendwelchen Seitengassen rum. Harry, geh voran, wir rennen dir hinterher. Ich glaube, wer noch nicht mit dem Corporal geredet hat, mit Corporal Bairn, der sollte das noch tun. Das ist der mit den Grüßen. Oh, ich erhalte mal sofort ein kleines Schwätzchen. Der hat mir auch zugewunken. Zum Gasthaus, wir müssen das Gasthaus. Ich bin ein Meister in Kneipen zu beschützen. Hier lang. Tracy, wir folgen. Also ich glaube, Daniel, ich glaube, du beschützt sie nicht nur, du zerstörst sie auch gleich dabei, oder? Echt? Wahrscheinlich ist die Schenke inzwischen abgebrannt. Als bombender Bulle. Legst du die gleich noch in die Flasche und säufst sie leer. Prost, kann ich da nur sagen. Ich lebe ja in Köln und wir sind ja ganz zierlich beim Bier trinken. Wir trinken hier nur Kölsch in winzig kleinen Stangenportionen. Hier ist noch jemand, mit dem ich ein Schwätzchen halten soll. Wer ist das denn? Ja, mit der Frau Feldwebel sollten wir uns kurz unterhalten. Das mache ich. Insofern werdet ihr mir weggezeigt. Stattdessen bekomme ich Bilder angezeigt. Und hier seien Zentauren auf der anderen Seite des Dorfes. Ein Hauptmann fordert Verstärkung für uns an. Ich renne mal sofort hin. Ich überspringe das. Folgt mir bitte. Wo ist das? Tungle Harry, wohin muss ich? Osten. Folgt mir, ich weiß nicht, wo es lang geht. Wer, hier was, wo? Tracy, da ist Tracy. Karte. Alle hinter Tracy. Ein Osten, grüner Pfeil auf der Pfosten. Karte zeigt, wo du lang musst. Osten, ihr Pfosten. Also ich muss ja zugeben, Guild Wars 2 ist jetzt nicht so der Klassiker bei uns auf dem YouTube-Kanal und auch nicht im Forum. Komisch, oder? Harry, du musst mal, darf ich was outen, dass du nämlich ein glühender Fan von solchen Spielen bist und mir seit Monaten, wenn nicht gar seit Jahren oder seit Tagen in den Ohren legst, dass ich da unbedingt sowas mal zeigen soll, mit dir zusammen. In den Ohren liegen wir jetzt übertrieben, aber finde ich MMOs schon eigentlich sehr cool und spannend. Also vor allem, wenn man halt eine vernünftige Anzahl von Spielern zusammen hat, macht es unheimlich viel Spaß. Und wir haben so viel, dass wir ja glatt alle Leute niederballern können. Wir müssen das Tor verteidigen. Wo sind denn die Angreifer? Müssen wir hier draußen bleiben auf der Brücke? Die kommen schon. Oh, ich bekomme hier irgendwelche Meldungen rein, Werbemeldungen für irgendein Add-on. Ja, das bei der Gelegenheit kann man auch gleich ein bisschen das Spielprinzip hier erklären, dass es eben diese Events gibt, die dann, je nachdem wie viele Spieler in der Gegend sind, auch intensiver werden. Wir sehen jetzt zum Beispiel, weil wir uns gerade gesammelt haben, kommen jetzt plötzlich viel mehr Gegner. Ein einziges Getummel. Oh, tatsächlich, es sind immer mehr. Es sind wahnsinnig viele Zentauren da. Und das Einzige, was ich im Augenblick habe, ist, ich kann noch ein Elixier trinken, um mich zu heilen. Und ich bin übrigens ein Ingenieur hier im Spiel. Das heißt, ich habe einen Fragmentierungsschuss, mit dem ich alle möglichen Leuten Schaden zuweisen kann.
Aber Friendly Fire gibt's ja nicht bei mir. Gibt es Leute von euch, die ich schon mal mit Friendly Fire im Real Life und in der Tafelrunde verletzt habe? Im Real Life jemand verletzt mit Friendly Fire? Zumindest niemand, der es überlebt hätte, oder? Ja, super. Ich glaube, da war mal jemand, aber von dem habe ich lange nichts gehört. Einfach, wo ist denn Owen heute eigentlich? Der war doch. Er lässt sich entschuldigen. Und dann lässt sich noch ein anderer unserer Moderatoren entschuldigen, das ist Doc Raven. Die sind leider beide heute nicht da. Fehlt sonst noch einer? Niemand von denen wir noch reden dürfen. Nein. Das Tor ist offen in die Festung. Stimmt, die Festung, die wir verteidigen sollen. Oh. Mhm. Müssen wir jetzt hier sprechen mit irgendwem? Wir sollen jetzt die Festung verteidigen. Ach, wieder verteidigen. Andere Brücke. Ja, die kommen jetzt von der anderen Seite. Die kommen von hinten. Noch mehr Krieger. Mhm. Oh oh. Da kommt der Spiel. Ja, der Geil. Event wird stärker. Da kommt der richtige Masse jetzt hier an. Also oh Gott, wie furchtbar. Also ich hab ja. Ja, die musst du erst, wenn sie hier ist, kannst du sie erst kaputt machen. In der Festung. Cheap. Niemand greift mich an. Jede Menge Erfahrungspunkte und kein Schwein will mich angreifen. Ich fühle mich dezent überflüssig. Leichenberge an. Daniel, es ist genau wie mit dem Kanal. Du bist der im Hintergrund steht und die Ansagen macht. Und ihr erledigt und eigentlich, genau, und eigentlich sind wir die produktiv sind. Ja, jetzt hast du aber schon ein kleines Geheimnis gespoilert. Wir müssen auch einfach mal ein Geheimnis verraten und ein anderes Geheimnis verraten, über das wir, glaube ich, noch nie öffentlich gesprochen haben, dass ihr ja alle mittlerweile auf einer Weiterbildungseinrichtung am Bodensee, da hatten wir zwei Wochenenden, wo wir uns gemeinsam getroffen haben und ihr seid gecoacht worden, meine Stimme zu imitieren. Ein guter Teil der Videos auf meinem Kanal wird ja mittlerweile abwechselnd von euch produziert. Das Erste, was ihr, glaube ich, gelernt habt, gleich im Tutorial dort, das war, dass ihr alle im Gleichklang unfassbar aussprechen könnt, oder? Unfassbar. Wir arbeiten auch schon an der Merchandise-Punkt, die beim Zudrücken des Halses unfassbar sagt. Wann wird es die ersten T-Shirts geben der WB-Community mit dem Slogan Unfassbar? Ich muss sagen, ich bin sehr dafür, aber erstmal müssen wir gerade, glaube ich, den Erdelementar töten. Übrigens, die Welt geht gerade unter, vielleicht sollten wir da als erstes was machen. So ein T-Shirt auch. Aber nur vielleicht. Einfach nur draufhauen. Das schaffen wir ja. Genau. Oh, ich werde zurückgeschleudert. Ich liege auf dem Boden. Kann. Aufstehen, Daniel. Wird gemacht. Aufstehen, Bulle. Boah, was für ein Brocken. Ein unfassbarer Kampf. Ich nehme mal zwischendurch einen Heiltrank. Hier gibt es nur Elementare, die aus dem Boden rauskommen. Die sind böse. Ich schieße immer auf die Mitte. Strategisch eine große Herausforderung. Man hat hier 1000 verschiedene Angriffsmöglichkeiten, muss sich genau überlegen, wie man vorgeht. Wo ist das nächste Hexfeld, auf das ich ziehen könnte? Oder werde ich was durcheinander? Stell dich auf den Hügel, dann hat er genau, mach einen Hügel. Bist du auf dem Hügel? Ja, genau, ganz genau. Ohne betäubender Lärm. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt zu hören bin im Livestream und die Kollegen auch. Aber die Zuschauer beschweren sich. Ne? Hand, die erste Hand ist down. Zweite Hand auch gleich. Ah, wir haben es geschafft. Oh, zieht euch zurück, der explodiert gleich. Wir haben Heldentaten vollbracht. Ton ist also gut. Ich wollte ja insgeheim einfach mal sehen, wie ihr ganzen VX-Strategie-Opas hier mal in so einem MMO mal agiert. Bisher klappt's ganz gut. Ja, wobei, ich will ja nicht zu sehr in die Details gehen, aber du bist keineswegs der Jüngste hier in unserer Runde, Harry. Das musst du jetzt auch nicht verraten. Oh, wir werden gelobt. Eine Priesterin lobt mich. Der ist mir wie aus dem Gesicht geschnitten, mit einziger Ausnahme hier. Mein Avatar ist locker, ich schätze mal, 20 Jahre jünger. Okay, 25. Wir waren 3 Tage bewusstlos, so lange kam mir das gar nicht vor. Ja, derselbe flotte Haarschnitt. Ich überspringe das mal. Also um das Ganze abzukürzen, Göttinnen bedanken sich bei uns und stehen wir alle zusammen in einem winzigen Lager, Krankenlager, haben die Verteidigung des Ortes abgeschlossen, werden überhäuft mit Münzen und Erfahrungspunkten. Und ich habe eine neue Fertigkeit gelernt, die Giftpfeilsalve.
Das ist komisch. Mein Liebste behauptet manchmal, wenn wir uns gestritten haben, ich würde über eine Giftfallsalve bereits verfügen. Hier, ich bespuck euch mit Feuer. Oh, ein Drachen. Drachenatem. Wie kommt man hier ins Inventar? Und was ist da alles drin? Habt ihr Geschenke für mich ins Inventar gepackt? In mein Inventar? I ist es Inventar, wenn du I drückst. Aha. Dann hast du da deinen Rucksack, wo deine Gegenstände drin sind. Und wenn du H drückst, siehst du deinen Charakter. Ich sehe ihn auch schon. Ich zeige ihn auch all unseren Zuschauern. Viele Attributswerte, die werden automatisch gelevelt, wenn man aufsteigt. Und ich bin mit einem panskopischen Monokel ausgestattet, was immer das ist. Trage eine flotte Lederweste, Lederbeinkleid, Lederstiefel, alte Pistolen und, sollte man auch noch sagen, auch wenn es hier nicht extra drin steht, aber ich schwöre, es ist die Wahrheit, ich trage auch noch alte Unterhosen. Oh Gott. Und bin mit einer Pistole ausgestattet. Wenn du die Pistole anklickst, mach Doppelklick, dann ist sie automatisch ausgerüstet, die bessere Waffe. Ich habe leider nur eine. Warum habe ich nur eine Waffe? Kann mir einer von euch eine zweite Waffe geben? Tumlo nicht, dann ist ein Schenken. Ich hätte noch ein stumpfes Messer für dich, wenn du das haben möchtest. Das ist sehr freundlich und nein, danke. Ich muss übrigens anmerken, ich finde es eine Schande, dass ich in diesem Spiel keine grünen Haare haben kann. Das finde ich auch traurig. Hattest du nicht zwischenzeitlich mal blaue Haare? Tatsächlich, aber das hat nicht so gut geklappt, das hat nicht so gut gepasst. Ich bin wieder bei Grün angekommen. Ja. Und dabei werde ich wohl auch erstmal bleiben. Ich finde, dafür, dass so viele Zuschauer so frühzeitig auch beim Livestream da sind, sollten wir schon mal schnell ein Spiel verlosen und verteilen. Oh. Tumlo, du bist doch der Meister des Nightbots. Ja, in der Tat. Ich bin der Meister des Nightbots schon seit langer, langer Zeit. Und ich würde sagen, wir überlegen uns jetzt ein schönes kleines Keyword, das ich euch gleich gebe. Und dann habt ihr, sagen wir mal, 5 Minuten Zeit oder aber sagen wir mal 2 Minuten, damit es schnell geht. Zwei Minuten Zeit und dieses Keyword in den Chat zu schreiben, was ihr gleich bekommt. Und wenn das geschehen ist, dann dürfen alle, dann sind all diese Leute quasi im Gewinnspiel drin. Und zu gewinnen gibt es. Zu gewinnen gibt es den allerersten von 3 Keys für Endless Space 2. Echtzeit. Rundenstrategiespiel mit Echtzeit Taktikkämpfen dann. Und ein total stylisches, super elegantes 4X Sci-Fi Weltraumspiel, das ich persönlich, wo man, finde ich, ganz persönlich merkt, dass die Entwickler aus Paris kommen. Ich habe immer das Gefühl, weil das ist ja immer so total edel designt, ich habe das Gefühl, die gehen morgen ins Büro, schlurfen erstmal einen Espresso, unterhalten sich gepflegt über die Party, wo sie am Vortag haben, zwischendurch programmieren sie locker ein bisschen und irgendwann nach ein paar Jahren ganz gepflegt und ganz entspannt hauen sie so ein Spiel raus. Im Ernst, ein sehr hübsches Spiel, nicht unbedingt einsteigerfreundlich, dafür gibt es aber Crashkurse und Let's Plays auf dem YouTube-Kanal, aber es lohnt sich, wenn man sich da reingebuddelt hat, weil es ist unglaublich komplex, es gibt so viele Features und es gibt sehr viele Features, die man, finde ich, woanders auch in der Form noch nicht gesehen hat, vor allem das Politiksystem, da gibt es ein paar abgefahrene Ideen, so verschiedene Gruppierungen und wie das Verhalten, ob man jetzt Kriege hat oder welche Gebäude man baut, wie man das fördert dann bestimmte Fraktionen und die können bestimmte Edikte erlassen und es ist echt nicht einfach, aber sehr, sehr hübsch. Finde ich persönlich. Habe ich Tumlo jetzt mittlerweile so lange geredet, dass wir das erste verlosen können? Wir sollten erstmal vielleicht das Keyword bekannt geben. Dann das wäre vielleicht auch sinnvoll. Und das nächste Mal unterbrichst du mich bitte. Ja, ich würde vorschlagen, einfach weil die Leute es gerade schon im Chat geschrieben haben. Natürlich, ich komme meinem Amt als Zwichtel gerne nach und deswegen ist genau das natürlich auch das Passwort, beziehungsweise das Keyword. Ich schreibe es euch nochmal in den Chat. Einmal Zwichtel in den Chat schreiben, wer mitmachen möchte. Und in knapp 2 Minuten werde ich dann einmal kurz sagen, hier, wir losen, der Nightbot wird entscheiden, wer von euch den Key erhalten wird. Und ich sage schon mal vorneweg. Viel Glück. Viel Glück auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wenn ihr gewonnen habt, ihr werdet das gleich im Chat sehen, dann schreibt mir bitte im Forum eine PN mit eurem Twitch-Namen. Und dann werde ich mit den Twitch-Namen, also die Twitch-Namen werde ich mir notieren und dann auf eure PNs warten und da kriegt ihr dann im Forum den Key. Oh, ich habe gerade mit einem Speer gesprochen und uns werden gleich die nächsten Quests angezeigt. Habt ihr Lust, zu diesen Feldern in der Umgebung mit mir zu laufen? Da gibt es irgendwelche Banditen, die wir fertig machen sollen, wo wir gerade schon so wacker gegen Zentauren gekämpft haben. Machen wir, ne? Let's go! Folgt mir bitte unauffällig. Ich bin schon sehr unauffällig. Ihr rennt vor allem unauffällig vorne weg, ne?
Ich habe das Gefühl, ich bin nicht immer unbedingt der Schnellste. Jetzt bin ich der Erste. Juhu, für wenige Sekunden. Ja, das Problem ist halt, wenn du vorne läufst mit deiner alten getragenen Unterhose, ist es nicht so geil, wenn wir hinter dir laufen. Ja, das sind vermutlich wahre Worte. Ja, wie gut, dass wir hier noch keine VR-Brillen haben und auch keine Geruchsübertragung, dass hier nur Bilder transportiert werden. Wer weiß, wie das... Kurz unterbrochen für die Leute, Groß-Kleinschreibung ist nicht wichtig. Also egal, ob ihr jetzt zwischen Groß- oder Klein schreibt, ihr seid drin. Oh, ich bekomme Erfahrungspunkte spendiert. Belohnungen bekomme ich. Heldenübersicht, Hauptattribute, Werte erhöht, Waffenfertigkeit 2. Nehme ich alles an. Das sind die künftigen Dinge. Und jetzt habe ich vor allem diese Giftpfeile. Wenn, die einem davon wenn hier, du hier in die Nähe nicht. Läufst, siehst du oben rechts die Aufgabe. Das ist so ein Herz und oben rechts siehst du dann, was du hier machen musst, damit sich das Herz füllt. Wenn es voll ist, hast du die Aufgabe geschafft. Wisst ihr, ihr Lieben, was ihr machen müsst, damit sich mein Herz für euch füllt? Was ist das denn? Was? Ich hab's geschafft, aus wenigen Zentimetern Entfernung einen Wurm zu verfehlen beim Feuer auf ihn. Jetzt aber. Ich komme immer zu spät. Tracy macht die immer schon fertig. Jetzt habe ich einen direkt vor meiner Nase. Da Feuer doch mal, Mensch. Du kannst auch die verbrannten Maispflanzen nur runterlegen. Die rennen dir nicht weg. Also ich finde, ihr könntet ruhig noch ein bisschen freundlicher zu mir sein. Wollen wir das nicht gemeinsam üben? So ein bisschen so einen freundlichen Ton mir gegenüber. Wollt ihr alle mal im Chor das Motto des Abends anstimmen, nämlich WB. Wir lieben dich und sind ganz, ganz sanft zu dir und machen nie mehr gemeine Bemerkungen. Oder ist euch das zu lang? Das war aber wirklich nett gemeint, weil die Pflanzen kann man hier wirklich pflegen. Ja. Gut, dann gehe ich jetzt mal Pflanzen pflegen. Im Gegensatz zu, wenn man auf die Würmer klickt, was ich sehr schön finde, da steht immer platt machen dran. Oh Gott, wie furchtbar. So, aber jetzt möchte ich dann doch mal das Gewinnspiel gleich auflösen, beziehungsweise erstmal, weil gerade die Frage kam, jemand ist erst seit heute im Forum angemeldet, dann erstmal herzlich willkommen. Und ich höre mich gerade ein wenig doppelt bei irgendjemandem. Achtet mal da drauf im Hintergrund. Wie dem auch sei, ihr schreibt eine PN, indem ihr auf mein Profil geht. Ich werde das gleich nochmal posten. Und dann auf private Nachricht drückt. Ich werde es euch gleich nochmal posten. Auf jeden Fall machen wir jetzt erstmal die Auslosung. Trommelwirbel bitte. Bane wohl gerade noch rechtzeitig gekommen. Und Dead to Space. Herzlichen Glückwunsch. Von auf Twitch dabei seit 2014. Herzlichen Glückwunsch. Der wird wahrscheinlich wissen, wie man eine PN schreibt. Auf jeden Fall an mich, Tumlo Gaming im Forum. Ich poste auch nochmal in den Chat. PN an. Damit ist der erste Gratis-Key für Atlas Space 2 weg. Er hat noch nie was gewonnen, ja, dann wird es Zeit, wenn du schon so lange dabei bist. So. Glückwunsch. Muss ich mir auch noch aufschreiben, dass es Endless Space ist, nicht, dass wir ihm später die Zwerge schenken. Alles finished, okay. Chat to Space hat's geschafft und bedankt sich mit einem dicken Dankeschön im Chat auf Twitch TV. Ja, bedenkt vor allem mal, der Jet to Space mit seinem Namen gerecht, der fliegt sogar gleich in den endlosen Weltraum. Tatsächlich. Ich habe den Verdacht, er hat in kluger Weitsicht sogar sich extra diesen Nickname zugelegt, weil er wusste, dass er damit eher was gewinnt. Hast du das so programmiert, Tumlo? Dass man mit Sci-Fi, Space-Namen, dass man da eher ein Endless Space 2-Spiel gewinnt? Das solltest du doch nicht verraten, Daniel. Oh. Also wirklich, der verrät ja all unsere geheimen Taktiken. Das kann doch nicht wahr sein. Sag mal, mir wird gar nicht mehr eine Quest. Doch, die Quest ist immer noch nicht voll. Die dauert ja ganz schön lange. Die muss, glaube ich, jeder für sich machen, das ist das Problem. Achso, und ich bin die ganze Zeit nur am Schwätzchen halten. Die Herzquests sind immer einzeln, die Events sind zusammen. Können wir die denn in Gruppen jetzt kombinieren, theoretisch? Dass wir in Gruppen zusammengehen? Während die Quests dann... machen jeweils mit 5 Leuten. Ja, das Problem ist, man kann maximal 5 Leute in eine Gruppe holen, deswegen können wir nicht alle in eine Gruppe, aber wir werden das, denke ich, trotzdem jetzt mal machen und uns ein bisschen aufteilen. Ich habe Einladung schon mal geschickt. Bin drin. Ja, ich bin auch drin. Jetzt, dass wir in ich der bin Schule keine Außenseiter. Der Letzte, der keine Gruppe Ich habe nicht zugehört. Was war los? Wir machen uns Gruppen auf. So, kurz, damit wir es schnell geklärt haben. Tracy, wen hast du jetzt? Ich habe Sky und WB. Juhu. Hallo Sky, hallo Tracy.
Gebaut? Du siehst es auch daran, unsere Namen sind jetzt blau. Das heißt, wir sind in einer Gruppe. Prost. Wir sind total blau. Wir sind voll so. Blau, ja. Warum wird mein Name nicht angezeigt? Komisch. Über deinen Charakter hast selber nicht, aber ich sehe ihn. Ich finde es gut übrigens, dass der Regen aufgehört hat. Der hat mich ziemlich genervt. So, aber jetzt nochmal für die Leute. Ist irgendjemand noch nicht in einer Gruppe gerade? Ich bin mit Teppich in einer Gruppe. Luxi, würde ich gerne einladen. Nee, ich bin schon in der Gruppe. Nee, wir machen zwei Gruppen. Dann zack, mal Teppich, dann teilt ihr beide euch noch auf. Einer kommt zu uns, einer kommt zu WB. Kann Zacko hier reinnehmen. Dann müsstet ihr die Gruppe aber erstmal nochmal auflösen, glaube ich. Nö. Also ich habe mit Luxi, mit General so. Und genau, mit Tumlo, wir sind das einmal, ne? Wer liegt denn da auf dem Boden? Luxi ist im Feuerstern. Ist das Sky? Sky, was ist denn los mit dir? Ich liege hier so im Kornfeld. Du tust ja gar nichts. Nein. Ich unfassbar. Wir machen die Arbeit und du schläfst. Tja, Beamter. Unfassbar. Ist schon ein bisschen peinlich, ne? Beamter. Unfassbar. Unfassbar. Luxi hat völlig recht. Unfassbar. Mhm. Sind jetzt eigentlich alle in einer Gruppe oder noch nicht? Positiv. WB, was ist eigentlich mit deinem Auto passiert, dass du die ganze Zeit diese Klappe trägst? Weil wir das haben noch Platz für einen, falls es noch eine keine Gruppe hat. Das war ein ganz peinliches, kleines Missgeschick. Was hast du denn angestellt? Hast du dir beim Biertrinken mit dem Löffel ins Auge gestochen? Oder? Ganz genau. Ich trank, also fast genau. Löffel ist natürlich total Quatsch bei Bier. Aber ich trinke Bier immer am liebsten aus Strohhalm, vor allem bei den kleinen Kölschgläsern. Und ich habe mir tatsächlich ins Auge gepiekst. Na, das ist doch die Erweiterungsform von große Klappe, Augenklappe. Oh, du bist ja lyrisch. Ja. Zeig mal wieder, wie ungesund Alkohol ist. Ich habe die Aufgabe erfüllt. Oh, ich bekomme sogar Karma-Punkte verpasst und noch mehr Münzen. Und eine Bäuerin wurde für mich freigeschaltet als Händlerin. Mir wird bedankt. Man dankt mir für die Hilfe hier in den Weizenfeldern. Jede Menge Würmer und Banditen gekillt. Und Malwurfshügel, Wurmhügel vernichtet. Das heißt, ich habe mein Landschaftsgärtner-Diplom bestanden. Wohin jetzt? Tracy, Sky, Jan. Hier hinten am Wasser ist auch noch mal was. Da ist noch ein Herz offen. Ja, wir können runter ans Wasser gehen. Wir rennen zum Wasser runter. Genau, Richtung Norden. Unten rechts ist ja deine Map. Und da siehst du dann die blauen Punkte. Das sind deine Teamkameraden in der Gruppe. Ah, hier. Ich fühle mich gerade von Sky verfolgt. Falls, um mal eine der vielen User-Fragen zu beantworten, die ich ja regelmäßig gestellt bekomme, wie schaffst du es eigentlich, dein Moderatorenteam im Griff zu haben? Hier seht ihr die Antwort. Gar nicht. Ich komme, rennt mir nicht weg. So, lieber WB, da unten ist ein Fluss, das heißt für dich, in dem Fall... Wasser trinken. Nicht zu tief ins Wasser gehen. Nein, Hose runter auswaschen. Oh, das mache ich als allererstes. Ich werde jetzt als allererstes mal meine Unterhose ausziehen, um die waschen zu können. Könnt ihr euch mal umdrehen? Bitte mal umdrehen. Alle umdrehen. Nicht alle hin und her rennen. Umdrehen, danke, Luxi. Du weißt aber schon, dass man in dem Spiel sich umdrehen kann und trotzdem mit der Kamera nach hinten gucken kann. Boah, wie fies. Tatsächlich. Also Jan, das hätte ich dir jetzt nicht zugetraut. Voll. Ich kann dir echt im See schlafen. Nur weil ich weiß, dass es jetzt heißt, wenn ich das gemacht habe. Ja. Ich renne mal zu meinen Teamkolleginnen. Hallo Tracy, was machen wir jetzt? Du öffnest eine Reuse für uns. Ich mach das mal. Genau. Und jetzt müssen wir diese Viecher hier töten. Böse Monster. Wir müssen diese Lindwürmer töten. Oh, Lindwürmer. Auch die hier rumlaufen. Aus Schokolade? Leider nicht. Oh, Lindwürmer aus Schokolade. Oh, wie lecker. Aus der Schweiz sind die, nicht? Was? Warnung, Brutmutter, was? Ja, nicht zu weit ins Wasser gehen, das könnte unangenehm werden. Okay. Einfach nur die Fallen überprüfen und gucken, ob was Gutes oder was Schlechtes drin ist. Ist wie das Ü-Ei, ne? Genau. Fiese kleine Monster. Also jetzt mal ganz ernsthaft, so unter dem Thema Naturschutz und auch Wildtiere sind unsere Freunde. Biosphäre bewahren, Artenvielfalt schützen, ist das vielleicht jetzt nicht so vorbildlich, oder? Ach, das ist Überpopulation. Das geht schon. Ja, genau. Die fressen sonst das ganze Getier weg. Die sind eben vom Aussterben bedroht, beschleunigen müssen. Das heißt, die Tiere, die wir im Real Life schützen, sind hier Bestien, die wir abschlachten.
Yep, ganz genau. Wer von euch hat Haustiere? Katzen zum Beispiel? Wie geht ihr mit denen um? Ich hab zwei. Wir sollten Luxi fragen, der hat sein Haustier doch dabei. Ja. Das wird immer gut gepflegt. Wie geht ihr mit euren Katzen und Hunden um? Die werden regelmäßig gefüttert oder werden die verfüttert? Geht ihr mit denen um wie mit den Bestien hier? Also, ich merke schon, immer bestes Futter. Ich merke schon, ihr seid nicht imstande, gemeine Witze über eure Haustiere zu reißen. Da verletze ich irgendwie eure Gefühle. Sind schon alle verfuttert. Also ich möchte übrigens anmerken, wenn ich das richtig gesehen habe, bin ich gerade dank Level 3 jetzt in der Lage, PvP zu machen. Wer ist bereit für ein Duell? Daniel? Zu einem Duett jederzeit, zu einem Duell nicht, nein. Aber ich wollte doch ein Duell machen, der Gewinner kriegt den Kanal. Deinen oder meinen? Na, deinen natürlich. Achso, das ist ein bisschen frech. Na, schade. Einen guten Versuch kann man es ja mal. Ja. Aber wir können gerne gleich ein Duell machen, wenn du willst. Wir können auch gerne ein Duell um die Ehre machen, Daniel. Um die Ehre. Wir könnten zwischendurch auch nochmal, wenn du magst, nochmal einen Steam-Key verlosen. Diesmal einen für die Zwerge. Was würdest du davon halten? Ja, aber sicher doch. Dann brauchen wir aber auch ein neues Keyword. Was nehmen wir denn dieses Mal? Beim letzten Mal war es ja das wunderbare Twistel. Was könnte man denn nehmen? Daniel, hast du eine gute Idee? Ich habe im Augenblick die Idee, was könnte man nehmen? Vielleicht irgendwas total Fantasievolles wie Zwerg WB oder Schlag den Zwerg, Zwergen vor und das kann man ja auf zwei verschiedene Weisen schreiben, mit VOR oder mit VORT und wer es richtig schreibt, gewinnt was. Also mit VORT schreibt man es nicht. Nein, das auf jeden Fall nicht. Nein, ganz im Ernst, schreibt doch einfach, wie ist der Name unseres Helden ist Tumlu. Nein, der Name unseres Helden ist bei den Zwergen nicht Tumlu, sondern Tungdil. Tungdil ist das Wort, das richtige Wort. Tungdil. Ich bin sehr dafür, dass der umbenannt wird, offiziell. Also Keywords ist Tungdil. Ich hoffe, ich habe es richtig geschrieben. Ich bin mir gar nicht sicher, es ist lange her, dass ich es gelesen habe. Auf jeden Fall, das ist aktuell das Keyword. Greift genau, und die ersten schreiben tatsächlich Zwergen vor stattdessen. Netter Versuch. Ich erzähle euch nochmal ganz kurz etwas über die Zwerge. Das ist ein Rollenspiel von King Art Games in Bremen. Deutscher Entwickler. Und die haben halt den ersten Band der Roman-Bestsellerreihe Die Zwerge von Markus Heitz umgesetzt in ein Computerspiel, was Ende letzten Jahres rausgekommen ist. Gibt es auch für Konsolen beispielsweise. Ich glaube, von uns allen kennt sich eventuell Tepic damit am besten aus, oder? Ja, also das ist richtig. Das ist auch für Konsolen zu haben. Und das ist halt nach der Romanreihe von Markus Heitz. Und ist natürlich nicht ganz genau die gleiche Story, aber schon sehr viele Elemente dessen wird man wiederfinden. Und es hat halt auch viele Strategieelemente durchaus. Eine Strategie-Weltkarte beispielsweise, wo man von einem Ort zum nächsten zieht. Die Geschichte wird nicht immer auf die gleiche Weise erzählt, sondern auch mal unterschiedlich erlebt. Und die Kämpfe sind halt in pausierbarer Echtzeit. Man kann auf niedrigem Schwierigkeitsgrad sich durchkloppen oder auf höherem Schwierigkeitsgrad taktisch kämpfen, so wie man das möchte. Dürfen wir eigentlich spoilern oder erzählen, Tepic, warum du das Spiel so gut kennst? Ja, also ich glaube eher, das liegt an der Nähe zu King Art Games dann. Ja. Dürfen wir das erzählen oder ist das dein kleines privates Geheimnis? Mein unglaublich privates Geheimnis. Nein, ich habe es geschafft, dass King Art Games gemeint hat, dass ich doch für sie einen als Dienstleister mit von der Partie sein kann und bin im regelmäßigen Kontakt mit, Anders formuliert, Tepic ist das erste Talent, das unsere Tafelrunde, unsere Talentrunde rausgebracht hat und sich einen Job in der Spielebranche an Land gezogen hat. Dafür wir alle, inklusive Chat auf Twitch TV, einen kurzen, freundlich gemeinten und sehr ernsthaften Applaus dafür, dass da jemand Community-Arbeit macht für einen so schönen, tollen Entwickler. Ja. Und wir machen dabei jetzt ein bisschen weiter hier. Dann nutzen wir doch den Moment. Ihr hattet jetzt doch ein bisschen Zeit, um den Namen in den Chat zu schreiben. Der Name unseres Zwerges. Mal gucken. Wer gewinnt denn den besagten Zwerg? Ich glaube, ich warte nur kurz die Glückwünsche ab. ganz viele Glückwünsche. WBs Talentschmiede, meinte Jarhead. Klasse, super Erfolg des Tüchtigen. Ganz bestimmt, schreibt Osning. Und
Imperial Testudo, verneigt sich sogar und andere stimmen mit Juhu und Jubelrufen ein. Gut, dann hatten jetzt die Leute genug Zeit, um nochmal zu jubeln. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt die zweite Verlosung. Wer kriegt einen Zwergeki? Wer hat Tungi in den Chat geschrieben? Es ist Katualon. Der ist auch gut. Glückwunsch, super. Glückwunsch. Ah, klasse. Damit haben wir jetzt nicht nur das zweite Spiel rausgehauen, sondern auch die nächste Quest. Die ist, ja, wir müssen einem Vorarbeiter helfen, die Sicherheit eines Dammes zu verbessern. Da renne ich mal hin, das ist direkt hier weiter oben. Und während ich darauf renne, machen wir eine klitzekleine Pause, nicht im Livestream, den lassen wir weiterlaufen, aber in der Aufzeichnung auf YouTube, da mache ich ein klitzekleines Päuschen. Und für die YouTube-Zuschauer geht es dann in Kürze weiter. Mhm.